Heute ist der 27. Tag im Monat Iyar. Der Rambam erzählt uns über Nida. Nida bedeutet Regeln auch in der Intimität. Man denkt, es gibt Regeln in der Synagoge. Judentum sagt, auch die Intimität, auch die privaten Leben zwischen Mann und Frau geregelt ist. Wozu? Wozu braucht man das? Weil gerade wenn es gibt Regeln in der Intimität, wird auch das Intimität geschätzt. Die Regeln sagen, es gibt eine Zeit, wenn es verboten ist, Intimität zu haben. In die Zeit der Periode und in die Tagen danach, die 5 Tage von der Periode plus eine Woche, ist eine Zeit von Verbot. Dann geht die Frau in die Mikwe. Man denkt, das ist altmodisch? Überhaupt nicht. Supermodern. Das hält die Ehe frisch. Das bringt einen Rhythmus in die Ehe. Manchmal ist die Liebe wie Feuer, wie Flammen. Und manchmal ist es wie Wasser, wie ruhig. Das ist die Mitzvah von Nida. Eine Mitzvah, die das wichtigste Zutat ist, eine erfolgreiche, glückliche Ehe zu haben. Hayom Yom sagt uns heute, dass die Baal HaTanya hat genannt seinen Lehrer, mein Vater, die Lehrer seines Lehrers, mein Opa, weil auch die Lehrer ein spiritueller Vater oder Mutter ist.